Ich denke, einige Zeit im Gefängnis wird dich lehren, Katys Eis nicht wieder zu stehlen, Vicky. Ich muss hier raus. Und ich glaube, ich weiß, wie es geht. Oh, mein Bauch. Vicky, geht es dir gut? Mein Bauch tut wirklich weh. Oh. Du musst mich ins Krankenhaus bringen. Ich schätze, du hast zu viel Eis gegessen. Komm schon, ich bring dich hin. Hab dich! Hä? Du hast mich reingelegt! Ich glaub's nicht, dass du darauf reingefallen bist. Das ist der älteste Trick der Welt. Tschüss, Anima Dummkopf. Oh nein, sie wird entkommen. Tschüss. Ich muss Johnny um Hilfe rufen. Hi, Tag Ears. Was ist los? Johnny, ich brauche Hilfe. Hm? Vicky hat mich ausgetrickst. Und jetzt bin ich im Gefängnis gefangen. Das ist ein echtes Schlamassel. Aber keine Sorge, Hilfe ist unterwegs. Hallo, Johnny. Hallo, Johnny. Trackadile, Batfly. Vicky ist aus dem Gefängnis geflohen und Tigers braucht eure Hilfe. Ihr müsst schnell zu ihm. In Ordnung. Los geht's, Tracko. Auf geht's. Tracko, wie wäre es, wenn ich nach Vicky suche, während du Tigers aus der Zelle holst? Das klingt nach Spaß. Trackadile, ich bin so froh, dass du hier bist. Also, der Polizist wurde verhaftet, hä? Sei nicht so. Es war nur ein kleines Scherz. Wie kriegen wir dich nur hier raus? Das System erkennt nur mein Gesicht, Trackadile. Ich verstehe. Dann lass uns das versuchen. Ich denke, ich habe keine Wahl. Was hast du vor? Hast du wirklich die Tür gegessen? Es sind nur Stahlstangen und ich habe heute nicht gefrühstückt. Wie auch immer, holen wir uns Vicky. Richtig. Lass uns Batfly finden. Komm schon, wo könnten sie sein? Schau! Es sieht so aus, als hätte Vicky ihre Waffe wieder. Beschleunige! Wir müssen Batfly helfen! Lass mich in Ruhe! Komm schon, Vicky! Halt an, bevor jemand in Gefahr gerät! Niemals! In Ordnung, machen wir Schluss damit! Was hast du getan? Das endet hier nicht! Sie hat mich erwischt! Ich falle! Tschüss, die Animal-Loser! Batfly, bist du in Ordnung? Mir geht es gut, aber ich kann Vicky nicht weiter verfolgen. Was werden wir tun? Wenn sie so tief liegt, denke ich, dass ich sie fangen kann. Aber ich werde etwas Hilfe brauchen. Tigers, haben sie dich aus dem Gefängnis geholt? Ja, Johnny. Aber Vicky entkommt und ich bin der Einzige, der sie verfolgen kann. Ich brauche einen zusätzlichen Schub. Sag nichts mehr. Zeit für ein bisschen Power. Monsterräder und Turbos. Genau das, was ich brauche. Trackadile, bring Batfly zum Hauptquartier, damit sie ihren Motor reparieren kann. Okay, Tigers, wir legen los. Ich muss einen Bösewicht fangen. Huhu! Komm schon, ich bin so nah an meiner Höhle. Nein, 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 nein! Nicht nochmal!
Hallo, Vicky. Nimm das! Bist du fertig? Dann bin ich an der Reihe. Nein! Das ist nicht fair! Also, sind wir wieder bei Null, hä? Huh? Gut gemacht, Talgiers. Ich wusste, dass ihr es schafft. Danke, Johnny. Ohne dich und das Rettungsteam hätte ich es nicht geschafft. Aua, mein Knöchel! Ich muss schnell ins Krankenhaus! Glaubst du wirklich, dass der gleiche Trick zweimal funktioniert? Oh, also gut, dann mache ich es mir besser bequem. Willkommen, Läufer! Das Super-Special-Wettrennen von Katys Restaurant kann losgehen! Yay! Denk daran, alle Teilnehmer müssen einmal zur Wüste und zurück. Der Gewinner bekommt diesen wunderbaren Gutschein für ein Jahr kostenloses Eis in meinem Restaurant. Oh, kostenloses Eis, ich werde dieses Rennen gewinnen, komme was wolle. Okay, Leute, auf die Plätze. Fertig. Aha. Los! Geht mir aus dem Weg, Anima-Schnecken! Hey, das ist ein Kuh, Vicky! Das ist eine Katastrophe! Ich muss um Hilfe rufen! Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Katie. Vicky betrügt beim Rennen und sie bringt alle in Gefahr. Wir brauchen deine Hilfe! Sag nichts mehr, Katie. Mein Team ist alarmiert. Tagius, Bilduser, wir haben einen Auftrag. Ihr müsst zu Katys Restaurant und ihr helfen, Vicky aufzuhalten. Wird gemacht, Boss. Mach dir keine Sorgen, Johnny. Wir machen das. Ist Demolizard in Ordnung? Ihm ist nur ein bisschen schwindelig. Nichts, was ein gutes Eis nicht beheben kann. Aber die Straße ist blockiert und Delibug ist ganz allein gegen diese Verrückte. Glaubst du, du kannst es alleine heben, Bilduser? Natürlich. Es gibt nichts, was der Stier nicht heben kann. Lasst uns loslegen. Könnt ihr bitte wegschauen? Ich krieg es nicht hin, wenn ihr zuschaut. Oh, okay. Was auch immer dir hilft, Großer. Los geht's! Jetzt fangen wir Vicky. Komm schon, Vicky, du musst damit aufhören! Niemand wird sich zwischen mich und mein Eis stellen. Niemand! Warte, ist das ein fliegendes Anima-Schwein? Was? Ja! Hab dich! Der Sieg gehört mir! Super, jetzt seid ihr noch dran. Wollt ihr spielen? Lasst uns spielen! Bilduser, hey, Vorsicht da hinten! Ist das Beste, was du tun kannst, Vicky? Willst du mehr? Nimm das! Autsch! Geh zurück zu den anderen, Bilduser! Ich bringe den Job zu Ende! Aha! Du wirst nie müde, was? Ich könnte dasselbe über dich sagen! Komm schon, Vicky! Du musst damit aufhören! Niemals! Komm schon, komm schon! Tschüssi, Anima-Loser! Verflixt! Ich brauche mehr Kraft, um hier rauszukommen. Johnny, bist du da? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge, Talgiers. Ich kümmere mich drum.
Turbos und Monsterräder. Gute Idee, Johnny. Hier komme ich, Vicky. Fühlst du dich besser, Delibug? Auf jeden Fall, Vicky. Es gibt nichts, das dein Eis nicht heilen kann. Leute, sie kommen. Oh, mein Eis. Ich kann es schon riechen. Hallo. Hä? Du schon wieder? Lass mich in Ruhe. Das endet hier, Vicky. Nein. Ja. Nein, nein, nein. Tigers, geht es dir gut? Mami, bist du es? Ich habe gewonnen, das ganze Eis gehört mir. Den Gutschein, gib ihn mir, ich bin die Gewinnerin. Bist du sicher? Was? Du hast richtig gehört, Vicky, Tigers hat die Ziellinie vor dir überquert. Er ist der Gewinner. Du sagst, der Animaloser hat mich besiegt? Ich würde sagen, du bist der Animaloser, Vicky. Stimmt's, Johnny? Daran besteht kein Zweifel, Katie. Tigers Kabel überquerte die Ziellinie direkt vor ihr. Dafür werdet ihr bezahlen, Rettungsteam. Tschüss, Vicky. Viel Glück beim nächsten Mal. Das ist für dich, mein Freund. Haben wir gewonnen, Mami? Hm? Das ganze Eis gehört mir. Damit kommst du nicht durch, Vicky. Wirklich? Und wer wird mich aufhalten? Das Spiel ist aus, Vicky. Batfly ist hier, um dich aufzuhalten. Bist du sicher? Lauft, Freunde, lauft! Wir brauchen Hilfe. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Katie. Wir brauchen Hilfe. Vicky verursacht Chaos im Restaurant und Batfly hilft ihr dabei. Warte, was? Wovon sprichst du? Ich sage es dir. Batfly kam und ließ Bob auf dem Dach zurück. Das ist ein Desaster. Keine Sorge, Katie. Ich schicke dir Hilfe und wir gehen der Sache auf den Grund. Hi, Johnny. Johnny. Batfly, was ist los? Katie hat mich gerade angerufen und gesagt, du hilfst Vicky bei ihren bösen Plänen. Ich? Du weißt, das kann nicht sein, Johnny. Lass mich dorthin fliegen und ich finde heraus, was los ist. Ich vertraue dir. Aber dieses Mal gehst du auf keinen Fall alleine. Es könnte eine Art Falle sein. Trackadile wird mitkommen, um dir zu helfen. Oh, komm schon. Keine Sorge, Johnny. Ich werde wie ihr eigener Schatten an ihr kleben. Sorge, Bob. Ich bringe dich zurück auf den Boden. Sieh an, wer da ist. Wenn das nicht die Anima-Dummköpfe sind. Es ist vorbei, Vicky. Wir lassen dich nicht entkommen. Oh doch, das werdet ihr. Wartet ab und staunt. Was? Das sind Klone. Vicky erschafft Klone. Tschüss, Anima, Dummköpfe! Trackadile, pass auf deinen Klon auf. Ich pass auf meinen auf. In Ordnung, Fräulein. Lass uns tanzen. Wow! Chill, mein Freund. Nicht schlecht. Für eine Fälschung. Autsch.
Katie, Rhino. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, wisst ihr? Oh? Kommt schon, ihr wisst, dass ich der echte Trackadile bin. Beweise es. Was? Okay, okay. Erinnerst du dich, als ich dich aus dem Treibsand gerettet habe, Rhino? Wow! Komm schon! Wenn ich meinen super coolen Parcours nicht gemacht hätte, wärst du immer noch da. Okay, er ist der Echte. Kein Klon könnte so übermütig sein. Haha, es sieht so aus, als wärst du in Schwierigkeiten, Kumpel. Komm schon, wo stecken die beiden? Oh, hier drüben, Anima Dummkopf! Du versuchst mich zu überrumpeln, hä? Das ist gar nicht nötig! Puh, die haben wirklich Mut! Oh! Für dich nach Hause zu gehen, kleine Fledermaus. Wenn ich sie besiegen will, muss ich mir was anderes überlegen. Batfly, hast du herausgefunden, was los ist? Ja, Johnny. Vicky stellt Klone von uns allen her, um uns zu täuschen. Ich kämpfe gerade gegen sie, aber ich brauche einen Schub. Hä? Ein zusätzlicher Schub? In Ordnung, Batfly. Mach dich bereit für etwas Power. Oh, diese Turbos sind unglaublich. Das gibt's doch nicht. Die dumme Batfly ist schon wieder da. Dreh dich um und schieß deinen Bumerang, mein Klon. Bringen wir sie endgültig zu Fall. Ja! Hä? Ich bin dran. Nicht getroffen, Animal Loser. Autsch, das muss wehtun. Leg dich nicht mit der Fledermaus an. Kommt schon, Mädels, es wird eine holprige Fahrt ins Gefängnis. Mal sehen, wie es Trackadile geht. Ah. Denk dran, Fälschung. Niemand ist mehr Loco als das Kroko. Danke, Leute. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Gern geschehen. Ich hoffe nur, Batfly hat auch ihren bösen Zwilling besiegt. Na klar, was glaubst du, wer ich bin? Betty, du hast es geschafft. Und schau, wen ich mitgebracht habe. Oh ja, das ist das, was du dafür bekommst, dass du mit unseren hübschen Gesichtern herumgespielt hast. Komm schon, wo ist der Streich? Diese seltsame Notiz in meinem Zimmer sagt, es würde urkomisch. Moment mal. Das ist aber überhaupt nicht lustig. Wer könnte das getan haben? Der Witz geht auf dich, dummes Krokodil. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Hilfe! Trackadile richtet Chaos am Rathaus an. Jemand muss ihn aufhalten. Trackadile? Bist du sicher? Natürlich. Glaubst du mir nicht? Er liebt Streiche, aber das ist zu viel. Keine Sorge, ich schicke Hilfe. Hallo, Boss. Gibt es eine Mission für mich? Ja, Tigers. Du musst Trackadile aufhalten. Er richtet Chaos in der Stadt an. Keine Sorge, Johnny. Bin schon unterwegs. Hey, Tigers kommt! Wir können den Fall gemeinsam lösen. Stehen geblieben, Trackadile. Du kommst mit mir. Hä? Komm schon, Tigers. Du weißt, dass ich es nicht war.
Es tut mir leid, Trackedy. Du bist nun mal der Hauptverdächtige. Was? Boss? Was ist jetzt das Problem? Tigers, jemand stiehlt Katies Eis. Du musst schnell dorthin. Was? Das auch noch? Das ist eine Falle. Der Dieb ist sicher der, der mich reingelegt hat. Ich werde es herausfinden. Lass mich mit dir gehen, Tigers. Das geht leider nicht, Traco. Ich muss gehen. Ich muss hier schnell raus. Er wird in Schwierigkeiten kommen. Ja. So wird es gehen. Oh, das war eine schwere Mahlzeit. Okay, auf geht's. Wuhu, yeah. Ja. Du gehst gleich in meine Falle, kleines Kätzchen. Ich habe das Rathaus vermüllt, damit ihr alle abgelenkt werdet. Ich wusste es. Gut, wenn das nicht der Krokoverbrecher ist. Du wirst dir wünschen, du wärst im Gefängnis geblieben. Wow, bleib locker. Mann, sie ist schnell. Aber ich bin schneller. Traco, was machst du? Ich dachte, Tigers hätte dich aufgehalten. Es war eine Falle, Johnny. Vicky hat mich reingelegt und jetzt hat sie Tigers. Du musst mir einen Schub geben. Sag nichts mehr, Kumpel. Es ist Powerzeit. Jetzt können wir tanzen, Baby. In Ordnung, das Mädchen. Lass uns das beenden. Du wirst mich nie kriegen, Anima Blödmann. Was? Wie hast du das gemacht? Du hast diese kranken Turbos nicht, Mädchen. Nun warte auf das große Finale. Oh, ich bring dich runter. Danke, dass du mich gerettet hast, Traco. Entschuldige, dass ich an dir gezweifelt habe. Keine Sorge, Tigers. Wir haben den Übeltäter, richtig? Wie könnt ihr es wagen, ihr Animal-Loser? Das geschieht dir recht, Vicky. Und nicht vergessen, du musst noch die Stadt sauber machen. Ich werde mich rächen. Ihr werdet sehen. Wo könnte sie sein? Bob hat mir gesagt, sie wäre hier. Da ist sie. Hoho, das ist die Zaubermaschine, die dir unendlich viel Eis zaubert. Ich glaube, wenn ich durch die Tür gehe, wird sie auch meinen Wunsch erfüllen. Ich will 1 Million Eis, bitte. Hä? Oh Mann, was für ein Betrug. Wer bist du? Hey, was machst du da? Friedliche Tage sind immer die besten. Hä? Hey Bob, wie geht es dir? Johnny, es ist verrückt. Da ist eine Horde Bildoser, die die Baustelle zerstört. Eine Horde Bildoser?
Wovon sprichst du? Ich sage es dir, wir brauchen Hilfe und zwar schnell. Keine Sorge, Bob, ich kümmere mich darum. Ich kann ihn nicht erreichen. Zeit für Plan B. Hallo, Johnny. Leute, da ist was faul mit Beldusa. Könnt ihr in die Stadt eilen und nachsehen? Natürlich. Auf dem Weg, Boss. Stopp! Du musst dich genauer ausdrücken. Das ist ein Durcheinander. Wir müssen sie beide aufhalten. Bitte! Lass mich in Ruhe! Hey, such dir jemanden in deiner Größe. Fang mich, wenn du kannst, Anima-Schnecke. Hey! Du musst besser zielen, Kumpel. Draco, Vorsicht! Wow! Und jetzt! Wow! Was ist passiert? Wohin sind sie verschwunden? Leute, seht euch das besser mal an! Hilfe! Hilfe! Das ist eine Katastrophe! Was? Du weißt, was zu tun ist. Oh ja! Wir brauchen nur einen kleinen Schub. Hey, Batfly, wie läuft die Mission ab? Du wirst es nicht glauben, Johnny. Diese Bilduser waren Klone. Wir können sie besiegen, aber wir brauchen ein bisschen Hilfe. Sag nichts mehr. Es ist Powerzeit. Damit sind wir im Handumdrehen fertig. Los geht's! Das war der letzte übrig gebliebene Klon. Ja, aber wo ist der echte Bilduser? Hey, Freunde! Autsch! Was? Ich musste sicherstellen, dass er der echte ist. Wie auch immer, dieser große Kerl muss uns jetzt viele Fragen beantworten. Diese seltsame Maschine hat Klone gezaubert. Ihr werdet sehen. Was ist los, Bill? Die Maschine ist weg. Sie ist verschwunden. Übergebliebene Steinrhino-Trucks. Endlich. Jetzt können wir uns etwas ausruhen. Auf geht's! Hä? Oh. Was ist los, Kumpel? Bob, wir sind im Treibsand stecken geblieben. Wir brauchen Hilfe. Und zwar schnell. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, wir brauchen deine Hilfe. Rhino Trucks und ich stecken im Treibsand in der Wüste fest. Keine Sorge, Jungs. Ich habe das perfekte Team für den Job. Hey, Johnny. Bill,
Bildooser, Trackadile. Bob und Rhino Trucks stecken in Schwierigkeiten. Ihr müsst sofort in die Wüste. In Ordnung, Johnny. Wir sind auf dem Weg. Endlich. Ich fange an, mich zu langweilen. Wir sind gerettet. Hey! Hey! Haltet durch, Jungs. In Ordnung, Traco. Irgendwelche Pläne? Oh yeah. Ich weiß. Ich? Du? Ich gehe verdeckt. Der Anima-Adler ist im Nest. Ich tauche in den Treibsand, ich schwimme, ich hole sie raus. Was ist damit? Klingt das nicht super cool, Billy Boy? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Das macht es doch so cool. Sicher. Wir behalten es als Plan B, okay? Aber zuerst werde ich versuchen, sie alleine rauszuziehen. In Ordnung. Probieren wir jetzt einen super langweiligen Plan aus. Glücklich. Lehnt euch zurück und entspannt euch, Freunde. Es gibt nichts, was der Stier nicht ziehen kann. Schnappt ihr die Hörner, Bob. Hab ihn! Los geht's! Bist du fertig, Großer? Sie sind zu schwer. Ich kann sie nicht rausziehen. Keine Sorge, Kumpel. Ich weiß, wie man es repariert. Leute, werft die Steine weg. Ihr tragt zu viel Gewicht. Wird gemacht. Mach weiter, Rhino. Schon dabei. Gut gemacht. Das war unglaublich, Trackadile. Gut durchdacht. Vielleicht bin ich doch nicht so verrückt, oder? Du hast recht, Tracker. Es tut mir leid für vorhin. Mach dir nichts draus, Großer. Ich weiß, dass Kroko manchmal ein bisschen loco ist. Du bist so verrückt. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Leute. Komm schon, Bob. Du kannst das. Aber ich will dich nicht hier lassen, Rhino. Mir geht's gut. Ich bin sicher, sie holen mich hier im Handumdrehen raus. Hab dich. Au. Mir geht es gut. Ich habe nicht einmal einen einzigen Kratzer. Gut gemacht, Billy Boy. Das war wirklich cool. Jetzt holen wir uns Rhino. Oh nein, Rhino! Bildooser wird ihn nicht rechtzeitig rausholen können. Er braucht meine Hilfe. Hey, Trackadile, wie läuft die Mission ab? Nicht toll, Johnny. Wir haben Bob rausgeholt, aber Rhino Trucks versinkt. Ich brauche einen Schub. Sag nichts mehr, mein Freund. Es ist Powerzeit. Oh, das gefällt mir. Los geht's, Leute. Okay. Wo könnte ich ihn festhalten? Ah. Oh, Jackpot. Was? Los geht's. Es funktioniert, Leute. Es funktioniert. Ihr habt es geschafft, Leute! Ihr habt uns gerettet! Danke, Anima-Team! Ihr seid wunderbar! Und das alles dank meiner super kranken Turbinen. Hä? Nun, ich denke, Bildooser hat auch geholfen. Als mein unglaublicher Assistent. Haha, sehr lustig, Leute. Jetzt helft mir, hier rauszukommen.
Komm schon, Bildusa, ich versinke, Mann. Warum steigst du nicht mit deinen superkranken Turbinen raus? Am Ende bin ich nur ein Assistent, erinnerst du dich? Okay, okay, du gewinnst. Kannst du mir bitte helfen, hier rauszukommen? Du warst Ed. Du hast mir gesagt, du weißt, wie man einen Ballon fliegt. Okay, ich hab gelogen, Lea. Ich weiß nicht, wie man das Ding fliegt. Was? Ich bin doch nur ein cooler, hübscher Angeber. Wir werden gegen diesen Felsen krachen. Puh, das war knapp. Aber wir haben jetzt ein anderes Problem, du Genie. Wir sind gestrandet. Oh nein, ich bin viel zu großartig, um auf einem lahmen Felsen gestrandet zu sein. Keine Sorge, Ed. Hey. Ich weiß, wer uns hier herausholen kann. Hi, Lea, hier ist Johnny, bereit zu helfen. Johnny, wir brauchen dich. Ed und ich flogen mit einem Heißluftballon und wir strandeten auf einem Felsen in der Wüste. Fliegen? Bei so einem starken Wind? Seid ihr verrückt? Ich weiß. Oder? Keine Sorge, Freunde. Ich habe den richtigen Mann für den Job. Hallo, Johnny. Wheelefant, Ed und Lea sind in der Wüste gestrandet. Du musst sofort dorthin. Stoßzähne und Räder. Ich bin gleich da. Hi! Wow! Nun, es ist wirklich hoch. Wir kommen nicht ran, Wheelefant. Ich bin zu klein. Aber ich krieg das hin. Perfekt. Los geht's, Leute. Hä? Du bist unglaublich, Wheelefant. Komm schon, Ed. Du gehst zuerst, während ich von hier aus die Leiter nehme. Wirklich? Danke, Leia. Puh, endlich in Sicherheit. Danke, Wheelefant. Mit Vergnügen. Du bist dran, Lea. Mein Hut! Nein! Helft mir, Leute, ich hab solche Angst! Oh nein! Der Ballon steuert direkt auf die Klippe zu. Wir müssen Johnny um Hilfe rufen. Johnny, es gibt einen Notfall. Der Wind hat den Ballon wieder wegfliegen lassen und Lea ist darin gefangen. Und wir müssen sie retten. Ich regel das, Großer. Ich hab's. Alles, was wir brauchen, ist etwas Hilfe vom Himmel. Hey, Johnny, was ist los? Lea ist in Gefahr, Batfly. Du musst jetzt in die Wüste. Sag nichts mehr. Wenn es schlecht läuft, ruf Batfly.
sehe den Ballon. Macht euch bereit für den Showdown, Freunde. Das wird eng, Leute. Komm schon, Batfly. Du kannst das. Hey, kleine Lady. Möchtest du mitfahren? Batfly! Wir haben keine Zeit, uns zu begrüßen. Spring auf meinen Rücken und lass uns hier verschwinden. Gut gemacht. Achtung! Wow! Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Danke, Batfly, du hast mich gerettet. Kein Problem, jetzt bringen wir dich zurück auf den Boden. Gut gemacht, Team. Ihr habt wieder einmal den Tag gerettet. Animateam zur Rettung! Lea, geht's dir gut? Ja, nicht einmal ein Kratzer. Puh, zum Glück. Oh nein! Was ist los? Ich werde Jahre brauchen, um das zu beheben. Nun, vielleicht kannst du erst lernen, wie man ihn fährt. Hör auf, Tigers! Was ist heute los mit dir? Ja, ja! Du machst das großartig, meine schöne Erfindung! Mit dieser bösen Version von Tigers werde ich alle gegen das angesehenste Animaka wenden. Ich bin in einer echten Zwickmühle. Ich muss um Hilfe rufen. Hier ist Johnny. Womit kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Bob. Du musst Tigers zum Stoppen bringen. Ich habe einige Bänke beim Rathaus gestrichen, als er anfing, alles zu zerstören. Tigers, bist du sicher? Das klingt nicht nach ihm. Ich sage es dir. Er jagt mich jetzt gerade. Überlass es mir, Bob. Ich werde herausfinden, was los ist. Hey, Johnny. Bereit für eine Mission, Kumpel? Tigers, was machst du? Bob hat mich gerade angerufen und gesagt, dass du Chaos in der Stadt anrichtest. Was? Das ist unmöglich. Ich war den ganzen Tag auf meinem Posten. Das ist so komisch. Bob ist sich sicher, dass du es warst. Lass mich dorthin gehen und nachforschen, Johnny. Ich werde dem auf den Grund gehen. In Ordnung, Kumpel. Ich vertraue dir. Hä? Hier ist niemand. Bob, bist du das? Bitte tu mir nichts. Komm schon, Bob. Ich bin's. Was ist hier los? Sag du es mir. Du hast mich vorhin wirklich erschreckt. Wovon redest du? Tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Ich sah dich gerade Richtung Katies Restaurant gehen. Es scheint, als ob sich jemand für mich ausgibt. Ich muss ihn aufhalten. Katie, was ist passiert? Was passiert ist? Du bist passiert. Was? Halt mich nicht für dumm, Tigers. Wo hast du mein Eis hingebracht? Wohin? Ich war das nicht, Katie. Das muss mein böser Zwilling gewesen sein. Verflixt. Wenn ich nicht bald damit aufhöre, werden mich alle hassen. Hä? Was ist das? Natürlich. Das gestohlene Eis muss schmelzen. Und es hinterlässt eine Spur. Wenn ich hier folge, bin ich mir sicher, dass ich diesen Gauner finden werde. Du bringst besser mein Eis zurück. Gut gemacht, pelziges Kätzchen. Oh je, ich bin so viel schlauer, als ich dachte. Bist du dir da sicher? Gut, gut, gut. Wenn das nicht das am meisten gehasste Animaka der Welt ist. Dein dummer Plan ist jetzt vorbei, Vicky. Wirklich? Doppelt verpflegst. Du kannst dich nicht bewegen, kleines Kätzchen. Keine Sorge, dein böser Zwilling wird dafür sorgen, dass niemand dich vergisst. Komm schon, Klon, weg von diesem Loser. Tschüss, Anima-Blödmann. Diese verrückte Göre und der billige falsche Anima-Tiger. Ich werde hier nie alleine rauskommen. Ich rufe Johnny um Hilfe.
Tigers, hast du den Bösewicht geschnappt? Johnny, ich brauche deine Hilfe. Vicky hat Chaos mit einem bösen Zwilling von mir verursacht. Und jetzt hat sie mich an den Boden geklebt. Oh nein, das ist furchtbar. Ich hab's. Keine Sorge, Tigers. Du kommst da raus wie eine Rakete. Turbo- und Monsterräder umwerfen. Mal sehen, mal sehen. Wen können wir jetzt ärgern? Hä? Huh? Was ist das? Hallo, Vicky. Lange nicht gesehen. Oh nein! Dieser Anima-Blödmann ist aus meiner Schleimfalle entkommen. Nun, wenn er seine Lektion nicht lernen will, werde ich ihn zwingen. Gib auf, Vicky. Dieser alte Trick wird bei mir nicht mehr funktionieren. Keine Sorge, Katie. Ich bin sicher, du wirst dein Eis zurückbekommen. Oh nein, er ist wieder da. Der böse Tiger ist zurück. Sie sind zu zweit? Okay, jetzt oder nie. Auf keinen Fall! Deine kleine Reise ist zu Ende, Vicky. Dein Eis ist so gut, Katie. Danke, Tigers. Es tut uns wirklich leid, Tigers. Wir hätten nicht an dir zweifeln sollen. Keine Sorge, Freunde. Außerdem hattet ihr zwei eine ziemlich gute Idee, um diesen falschen Tiger und mich auseinanderzuhalten. Moment mal. Ich verstehe, dass falsche Tigers einen Schnurrbart brauchen, aber warum habe ich auch einen? Das ist wirklich schlimm, Bolens. Es gibt einen Notfall, zu dem wir müssen. Da können wir nichts tun, Joe. Die Straße ist komplett gesperrt. Katie war wirklich besorgt, als sie anrief. Ed muss wirklich krank sein. Wir brauchen Hilfe, Bolens. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Joe. Bolens und ich müssen zu einem Notruf, aber die Straße ist gesperrt. Wir brauchen deine Hilfe. Verstanden. Das Rettungsteam ist unterwegs. Hallo, Boss. Was ist passiert? Tigers, Bulldozer, ihr müsst die Straße räumen, damit Bolens und Joe ihren Notruf erledigen können. In Ordnung, Johnny. Wir sind im Handumdrehen da. Auf geht's. Guck mal, Joe, das Rettungsteam ist da. Yay, wir sind gerettet. Das wird kein Kinderspiel. Bulldozer, denkst du, du kannst all diese Rohre alleine heben? Natürlich. Es gibt nichts, was der Stier nicht heben kann. Super, hier ist der Plan. Du hebst den Baum an und räumst ihn aus dem Weg. Und dann werde ich den Verkehr freigeben, damit Joe und Bulldozer zu Katies Restaurant gelangen können. Was meinst du? Klingt gut. Okay, fangen wir an, Großer. Komm schon, komm schon! Yay! Yeah. Gut gemacht, Bulldozer. Das war sehr beeindruckend. Puh, diese kleinen Rohre, das war doch gar nichts, Bulldozer. Okay, ich bin dran. Los geht's, Freunde. Ich mach den Weg für euch frei. Und los! Wartet, ich komme auch. Macht Platz, macht Platz. Der Rettungsdienst kommt. Das ist großartig, Bolens.
Wir sind gleich bei Kattys Restaurant. Rhino-Trucks, aus dem Weg. Wir müssen durch. In Ordnung, Tigers. Warte, geh einfach zur Seite. Die Ampel schaltet auf Rot. Hä? Was? Auf geht's. Oh-oh. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Ich werde nach Ihnen sehen. Hä? Huh? Sie werden beide in Ordnung sein, aber wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Bulenz, du musst sofort zu Kattys Restaurant gehen und nach Ed sehen. Ich werde mich um diese beiden kümmern. Okay, Joe, ich bin auf dem Weg. Huh? Ein Anruf von Katy. Was ist los, Katy? Joe, wo bist du? Ed geht es immer schlechter. Wir brauchen dich jetzt hier. Oh nein! Ed, hör auf. Ich muss gehen, Joe. Ed versucht wieder in Eiscreme zu baden. Was sollen wir nur machen? Keine Sorge, Joe. Ich habe einen Plan. Bildoser, du musst Joe helfen, Rhino Trucks und Demo Lizard ins Krankenhaus zu bringen. Okay, Tigers. Aber was ist mit Ed? Bulenz muss zum Restaurant und zwar schnell. Überlass das mir, Joe. Ich muss nur kurz telefonieren. Tigers, wie läuft die Mission ab? Johnny, ich brauche deine Hilfe. Ed geht es schlechter und Bulenz muss schnell zum Restaurant. Okay, Kumpel, ich gebe dir einen kleinen Schubs. Turbo- und Monsterräder? Das ist viel besser. Halt dich fest, Bulenz, und versuch dich nicht zu übergeben. Was? Auf geht's! Wow, das sieht nach Spaß aus. Was für ein Angeber. Wie geht's dir da hinten, Bulenz? Mir geht es gut. Nein, 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 nein! Keine Sorge, Bulenz. Wir sind fast da. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er 20 Eiscreme hintereinander gegessen hat. Keine Sorge, Katy. Ed wird es gut gehen. Was für eine Erleichterung. Vielen Dank, Leute. Gute Nachrichten, Leute. Ich habe gerade mit Bildoser gesprochen. Demo Lizard und Rhino Truck sind beide in Ordnung. Das ist großartig, Tigers. Jetzt bringen wir Ed ins Krankenhaus, damit sich Joe auch um ihn kümmern kann. Ruh dich gut aus, Ed. Ein leckeres Eis wartet auf dich, wenn du zurückkommst. Ich glaube, er wird eine ganze Weile kein Eis essen, Katy. Stopp, Rhino Trucks! Was machst du da? Mein Gebäude! Mein schönes Gebäude! Warum hast du das getan, Demo Lizard? Weil ich es ihm natürlich gesagt habe. Und ihr werdet alle dasselbe tun. Vicky hypnotisiert alle. Schnapp sie, Baumeister, schnapp sie dir. Das ist schlecht. Ich muss um Hilfe rufen. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, hier ist Leia. Vicky hat jeden im Stadtzentrum hypnotisiert und sie richten ihr Chaos an. Wir brauchen das Rettungsteam. Keine Sorge, Leia. Das Team kümmert sich drum. Hallo, Johnny. Bildoser, Wheelefant. Vicky hat jeden in der Stadt hypnotisiert. Ihr müsst dorthin und sie aufhalten. Keine Sorge, Johnny. Wir machen das. Du kannst auf uns zählen. Thank you.
Das ist verrückt. Wheelephant, schau! Leia hat's auch erwischt. Wir müssen sie wieder normalisieren. Was ist das? Rhino Trux wird uns zermalmen. Rhino, stopp! Ich weiß, dass du das nicht tun willst. Komm schon, Rhino. Ich weiß, dass du da immer noch drin bist. Wo bin ich? Was ist passiert? Rhino, du bist wieder normal. Vicky hat dich und alle in der Stadt hypnotisiert. Du musst mir helfen, sie aufzuhalten. Oh nein, dieses böse Girl. Keine Sorge, Rhino. Lass uns Wildusa finden und die kleine Betrügerin aufhalten. Ich bin sicher, Wildusa kam hierher, als du uns verfolgt hast. Schau! Wildusa! Ich habe einen Weg gefunden, alle wieder zurückzuverwandeln. Vicky, was machst du hier? Komm schon, Wildusa, schnapp sie dir! Ich glaube nicht. Komm schon, Animastier, fang sie! Nein, Wildusa! Geh zurück, Rhino. Ich weiß, was zu tun ist. Und los geht's. Oh oh. Lauf, Rhino Truck, lauf! Gut gemacht, mein dummer Animadiener. Und jetzt du. Verfolge du sie auch. Lass sie nicht entkommen. Das sieht nicht gut aus, Wheelefant. Überhaupt nicht gut. Du hast recht. Wir brauchen zusätzliche Hilfe. Johnny, bist du da? Wir brauchen Hilfe. Johnny hier. Wie läuft es, Wheelefant? Nicht gut. Vicky hat auch Wildusa hypnotisiert. Und wir sind in die Enge getrieben worden. Sag nichts mehr, Wheels. Ich kümmere mich darum. Power aktivieren. Alles klar, los geht's! Rhino, fang sie! Ah! Hab sie! Aha. Aha. Ah, oh. Entschuldige, Dimo-Lizard. Nein, 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 Animastier! Angriff! Okay, Großer, du bist stark, aber ich bin es auch. Elephant, was ist los? Nein, meine Anima-Anhänger! Ist das Vicky? Oh nein! Sie entwischt uns! Nicht so schnell! Gut gemacht, Wildusa! Mission erfüllt! In Ordnung. Jetzt sind alle wieder normal. Wie läuft die Reinigung, Leute? Läuft sehr, sehr gut. Richtig, Wildusa? Ja, danke an unsere wunderbaren Helfer. Ihr werdet dafür bezahlen, Rettungsteam. Ich schwöre euch, ihr werdet bezahlen. Rhino Trucks, lass uns das Gebäude fertigstellen, damit wir uns ausruhen können.
Hä? Oh, Erdbeben! Geh in Deckung, Bob! Mein Gebäude! Juhu, Parkour! Was ist los? Autsch, mein Knöchel! Ed, bist du in Ordnung? Das Erdbeben war wirklich stark. Johnny, ich brauche deine Hilfe. Ich bin ein Parcours am Berg gelaufen, als der Boden anfing, sich zu bewegen. Und jetzt habe ich mein Knöchel verletzt. Hä? Ich kann mich nicht bewegen und bin auf einem hohen Felsen gestrandet. Halte durch, Ed. Hilfe ist auf dem Weg. Noch ein Anruf? Johnny, ich brauche das Rettungsteam. Und zwar schnell. Bob, du auch? Das Erdbeben brachte das Gebäude zum Einsturz, an dem ich arbeitete. Es ist ein totales Chaos hier drüben. Okay, halte durch. Ich schicke das Team los, um euch beiden zu helfen. Leute, das Erdbeben hat heute ein echtes Chaos angerichtet. Batfly, du gehst in die Wüste, um Ed zu helfen. Bildoza, du hilfst Bob in der Stadt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf geht's! Du, Eddie. Jackpot! Batfly, ich bin so froh, dass du hier bist. Autsch, ich kann nicht laufen. Keine Sorge, Ed, du bist jetzt bei mir. Achtung! Schnell, schnapp dir das Seil! Wow, das war so aufregend! Danke, Batfly, du hast mich gerettet! Keine Sorge, Ed. Lass uns dich jetzt ins Krankenhaus bringen, damit Dr. Joe sich deinen Knöchel ansehen kann. Ha? Ich frage mich, wie es Bildoza geht. Das war eine harte Nuss. Das ist der letzte Haufen Geröll. Richtig, Bob? Ja, du hast super schnell gearbeitet, Bildoza. Ich bin beeindruckt. Aber ich bin überrascht. Hast du hier ganz alleine gearbeitet, als das Erdbeben kam? Jetzt, wo du es sagst, Rhino Trucks war hier bei mir, als alles anfing. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Lass uns das zusammenräumen. Hilfe! Hilfe! Hä? Was ist das für ein Geräusch? Rhino Trucks! Helft mir, Jungs! Ich bin unter diesem Steinhaufen stecken geblieben und ich komme hier nicht mehr raus. Keine Sorge, Rhino. Ich hole dich da raus. Wow! Ihr ist zu schwer. Ich werde zusätzliche Hilfe brauchen. Bildoza, was brauchst du? Johnny, Rhino Trucks ist unter Trümmern begraben und ein riesiger Felsen hat ihn gefangen. Ich brauche etwas Hilfe, um ihn zu bewegen. Keine Sorge, Kumpel. Ich kümmere mich um dich. Ein Bohrer. Super Idee, Johnny. Keine Sorge, Rhino. Du bist im Handumdrehen da raus. Ich bin fast fertig. Hä?
Volltreffer! Ich bin frei! Ich bin frei! Rhino, ich bin so erleichtert, dass es dir gut geht! Vielen Dank, Bildosa! Freunde, wie ist es gelaufen? Seid ihr in Ordnung? Uns geht es gut, Bill. Dr. Joe sagt, ich habe nur einen verstauchten Knöchel. Also laufe ich wieder meinen Parcours schneller, als ihr denkt. Ja, das wird niemandem entgehen. Wow, der Wind ist so stark heute. Es ist vielleicht nicht der beste Tag, um zu fliegen. Aber ich muss diese Pakete nach Animatown bringen. Alle zählen auf mich. Wenn ich schnell fliege, komme ich schneller ans Ziel. Ich werde abstürzen. Ich brauche Hilfe. Hier ist Johnny. Wie kann ich dir helfen? Johnny, Miguel hier. Mein Motor ist kaputt und ich werde gegen eine Klippe krachen. Ich brauche deine Hilfe. Oh nein, halte durch, Miguel. Hilfe ist unterwegs. Hi, Johnny. Batfly, Bildooser. Es gibt einen Notfall in der Wüste und Miguel ist in Schwierigkeiten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Verstanden. Auf geht's, Billy. Keine Sorge, Johnny. Wir regeln das. Verletzen. Okay, Bildooser. Ich werde versuchen, Miguels Richtung zu ändern, während du nach einer guten Stelle suchst, um den Sturz abzufangen. Was meinst du? Klingt gut. Lass uns loslegen. Oh, Batfly, ich bin so froh, dass du hier bist. Keine Sorge, Miguel. Das wird die sanfteste Landung deines Lebens. Entspann dich. Wir müssen nur wenden, bevor wir landen. In Ordnung. Mal sehen, was sich der große Kerl ausgedacht hat. Dieser Teich wird reichen. Gut gemacht, Bildooser. In Ordnung, mein Freund. Auf geht's. Mach dich bereit für den Aufprall, Miguel. Was? Miguel, Batfly, seid ihr in Ordnung? Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Billy. Das war aufregend. Vielen Dank, Rettungsteam. Ihr habt mich gerettet. Oh, das war doch gar nichts, Miguel. Aber du solltest die Turbine trotzdem überprüfen lassen. Ja, und nicht nur das. Ich muss dich hier noch abliefern. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Keine Sorge, mein Freund. Wir kümmern uns drum. Batfly, was denkst du? Ich könnte Miguel zu Noras Garage schleppen, während du die Pakete auslieferst. Teamwork, das gefällt mir. Dann lass uns loslegen. Ich bin Startler. Wie sieht es mit dir aus, Batfly? Das ist ziemlich schwer, aber ich schaffe das. Bist du sicher, dass du das schaffst? Ich bin etwas größer als du und dieser Wind ist wirklich gefährlich. Es ist, als würde man Federn heben. Ich bin gleich wieder da. Du wirst sehen. In Ordnung. Auf geht's, Freunde. Tschüss. Ich fahre zurück zum Hauptquartier, Johnny. Ich habe Miguel gerade in der Werkstatt abgesetzt. Dort sagten sie, er wird schnell wieder in der Luft sein. Gut gemacht, Bildooser. Gibt es Neuigkeiten zu Batfly? Wir haben uns vor einiger Zeit getrennt. Du hast recht. Ich werde nachsehen, wie es ihr geht. Hi, Batfly. Wie läuft die Mission ab? Also, Johnny, um ehrlich zu sein, ging es mir schon besser. Vielleicht solltest du zurückkommen, Batfly. Fliegen bei diesem Wind ist wirklich gefährlich. Auf keinen Fall, Johnny. Wir können nicht alle im Stich lassen. Puh, das war knapp. Wenn die Pakete nicht warten können, wirst du einen kleinen Schubs brauchen.
Tourbus? Jetzt geht's richtig los. Yay, das nenne ich Antrieb. Juhu! Mit diesen Babys liefere ich die Kisten im Handumdrehen aus. Johnny. Gut gemacht, Babsfly. Du hast alle Pakete rechtzeitig geliefert. Ja, aber eine kleine Überraschung habe ich noch. Ah. Katies Eis ist einfach das Beste. Sie war so dankbar, dass ich ihre Kisten ablieferte, dass sie extra eine für uns aufgehoben hat. Ein Teil des Rettungsteams zu sein, zahlt sich manchmal wirklich aus.